Jemand besucht die Insel. Crazy. Kann man einen Schlafsack mitnehmen? Danke. Und wir sind tatsächlich voll geheilt. Sweet. Und wir haben natürlich neue Daily Quests. Craft a new tool, make 3000 dings, craft 3 items. Okay, 3 items craften geht wahrscheinlich mit dem new tool einher. Ah, und wir haben hier Damage Sponge bekommen. You sure can take a hit or two. It's a milestone for taking damage. Okay. Ein paar der Soundeffekte sind irgendwie noch weird. Dass wir jetzt nicht wieder vom Krokodil gefressen werden. Was kann ich hier noch harvesten? Ah, mehr Bushlimes. Na. Okay, hier liegt random Fleisch rum. Ich wüsste nicht, warum ich es nicht mitnehmen sollte. John! Guten Tag. Ah, du musst Bench sein. Eigentlich sieht er eher aus wie ich, ne? Aber okay. Fletcher hat mir gesagt, dass ich mich bei dir bedanken kann, dass du ja alles vorbereitet hast. Also, danke dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir ziemlich viel miteinander zu tun haben werden. Schau dir meine Waren gut an. Also gerne an, meine ich. Und wenn du irgendwas wissen willst, dann frag mich einfach. Ja, die meiste Kohle mache ich, indem ich exotische Sachen verkaufe. Also nach South City. Ich schätze, exotisch meint so ungefähr alles, was ich hier in der Kala finde. So, ja, ne, wenn du irgendwas findest und meinst, du könntest du es an mich abtreten, dann ja, schau gerne vorbei und wir schauen mal, ob wir handeln können. Ich biete dir mit Sicherheit einen tollen Preis. Lacht er oder versucht er sich vergeblich einen runterzuholen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist alles noch ein bisschen komisch. Was ist das? Bugnet? Okay, das können wir uns eh alles nicht leisten. Ich die Preise da dran schon sehe. John sieht fast aus wie ich. Ich finde, John sieht mir auf jeden Fall ähnlicher als der Charakter, den wir spielen. Definitiv. Was aber auch einfach daran liegt, dass man bei der Charaktererstellung halt keine Vollglatze und keinen Bart nehmen kann. Also die Option gibt es einfach nicht. Okay. Der Grill kostet 34.000? Holy shit. Okay, wir haben 250, das können wir halt voll knicken. Können wir schon was verkaufen? Weiß ja nicht was, aber guck mal, die fliegen auf jeden Fall. Die Muscheln können wir doch bestimmt verkaufen, oder? Ich weiß nicht, ob ich einen Cent-Dollar verkaufen werde. Wir machen wir einfach mal. Was kriegen wir dafür? Das ist nicht so viel. Aber okay, besser als nichts. Wie ist das Spiel? Was überlegst du dir auch zu holen? Ich kann es noch nicht sagen. Ich bin gerade mal so eine Dreiviertelstunde in-game. Ich habe quasi noch nichts gesehen. Also ich habe gerade mal so den ersten Tag hier rum und so die ganz groben Basics gemacht. Gerade das erste Mal überhaupt gehandelt und habe noch super wenig erkundet. Also ich schätze mal so in 2-3 Stunden kann ich mehr sagen, aber aktuell
kann ich da, glaube ich, noch keine qualifizierte Meinung abgeben. Wir könnten wahrscheinlich auch mal mit Granny sprechen, oder? Was möchte das denn eigentlich? Ah. Ah, das ist ein Milestone, Muscheln verkaufen, okay. Dann war es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir die verkauft haben, wenn es dafür einen extra Milestone gibt. Gott, wie kommen wir denn da hoch? Also. Irgendwas Spannendes. Also es hat bislang, also ich habe selber nie wirklich Animal Crossing gespielt, aber es hat bislang sehr starke Animal Crossing Vibes. Es kommt aber wohl auch noch Farming und so mit dazu, was du ja in Animal Crossing in dem Ausmaße nicht wirklich hast. Wir können echt nochmal. Ich würde mir gerne Angel kaufen und dann irgendwie angeln und dann die Fische verkaufen, weil die vermutlich mehr bringen. Aber wir können uns einfach noch keine Werkzeuge leisten. Oh! Haha! Blue Moon Butterfly, da ist noch einer. Komm her! Ulysses Butterfly, das sind sogar zwei verschiedene. Wenn wir die verkaufen, bleiben die eigentlich in unserer Collection? Also wir haben doch bestimmt sowas wie eine Collection, oder? Ja, okay. Ach was, das ist sogar dann teilweise abhängig von Tages- und Jahreszeit, wo die Viecher auftauchen. Okay. Na ja, gut, macht Sinn. Also, beziehungsweise es war zu erwarten, dass das so läuft. Dass man nicht... Aber es ist auf jeden Fall nicht biomabhängig. Das ist schon mal spannend. Zumindest bei der Fliege nicht. Lass noch mal kurz... Ah doch, hier. Das Habitat ist dann entsprechend das Biom. Okay. Okay. Also es spielen sogar drei Sachen eine Rolle. Theoretisch. Wilder Ruf. Geht doch. Was ist denn das für ein Rackelhahn? Okay, gibt es hier noch irgendwas zu fangen? Können wir eine Axt gebrauchen oder irgendwie sowas, ne? Ich gucke gleich mal, ob ich die beiden Schmetterlinge irgendwie besser verkaufen kann. Kann ich bitte? Danke. Ja, irgendwie könnten hier wahrscheinlich auch voll gut Erze abbauen oder so, wenn wir das Werkzeug dafür hätten. Okay, wir sind 5 Kilometer gelaufen und bekommen dafür 200 Permit Points, warum nicht? Kann ich hier... Oh! Ein Krokodil, nicht gut. Gerade fragen, ob ich da noch irgendwas tauchen kann, aber... Ob wir gegen die Krokodile später irgendwas machen können oder ob die halt immer gefährlich bleiben. Also beziehungsweise ob wir uns wehren können. Das können wir im Moment ja gar nicht. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Können halt mit dem Bugnet zuschlagen, aber viel Sinn macht das wahrscheinlich nicht. Wo ist denn... Alles klar. Hätte mal noch näher am Fluss bauen sollen, dann hätte ich mich da einfach dran orientieren können. Hey, Buddy. Jo, Strong but sad, großartig. Ich schätze mal, die Hintergrundfarbe hat auch irgendwas zu sagen wie, wobei. Ne, die Hintergrundfarbe hat schon
einfach nichts über die Rarity zu sagen, sondern das ist einfach so die Classification. So, das Rote sind halt einfach so halt alles, was wir in Häkchen harvesten können. Das Gelbe sind gesammelte Sachen und das Blaue sind irgendwie gefangene Sachen, also halt Fische, Schmetterlinge und so weiter. Ja, ich würde das, glaube ich, gerne verkaufen. Der Känguru-Code kann auch mal weg. Und dann mal so, keine Ahnung, 15 von denen. Was bekommen wir dafür? Oh, okay. Dann will ich jetzt aber wissen, was da wirklich so teuer ist. Das sind ja wahrscheinlich nicht die Blumen, oder? Wir verkaufen das mal einzeln. Ich will mal wissen, was da so teuer ist. Verkaufen auch mal nur 9 Blumen, dann haben wir noch 15 über. Okay, aber halt 9 Pflanzen, also 9 von den komischen gelben Blumen, die ja jetzt echt relativ easy zu finden waren, bringen schon 1300. Ja, nice. Können wir da im Zweifelsfall noch mehr verkaufen? Okay, der Schmetterling bringt auch schon 660. Das ist ganz ordentlich. Bringt der andere weniger? Ah ja, der bringt nur 290. Okay. Ob wir hier auch einen Rattenaffen finden können und den verschiffen können nach Newtown, das wäre voll okay, oder? Ja, was bringt das Ding? Oh, fast 800, krass. Dafür, dass ich das jetzt random aus dem See gepflückt habe. Okay, spannend wäre jetzt natürlich. Ah, dammit, ich hätte mich gefreut, wenn hier noch der Selling Price mit beigestanden hätte. Das wäre cool gewesen, aber okay, dann kann ich nicht alles haben. Okay, wir haben 3500 Dings, das ist erstmal ganz okay. Ich würde mal die Kaktusfrüchte noch verkaufen wollen. Und die bringen 100 jeweils, nice. Okay. Das Rupu bringt wahrscheinlich nichts, oder? Ja, nee, da gibt er mir ein Ding für, dass er mir überhaupt Geld für gibt. Hier, ich habe Scheiße gefunden, willst du sie mir abkaufen? Er so, ja, easy. Hier, hat einen Dollar dafür. Wie sieht's mit Fleisch aus? 3 Fleisch. Oh, Fleisch bringt 400 jeweils, okay. Gut, dann haben wir ja jetzt erstmal eine Menge Money. Dann lass uns doch mal eine Basic Pickaxe kaufen. Brauchen wir eine Mining License für. Kann ich eine Schaufel kaufen oder brauche ich dafür eine Digging License? Eine Excavation License, okay. Gut, dafür, dass das hier so eine unbescholtene Insel ist, wird hier ziemlich viel lizenziert. Okay, wir brauchen bestimmt auch einen Angelschein oder so, ne? Oh, natürlich, okay. Und lass mich raten, wir brauchen auch eine Lizenz zum Holzfällen. Natürlich. Okay, cool. Können wir das Bugnet theoretisch kaufen? Das können wir, okay. Dafür brauchen wir keine Lizenz. Okay. Wir könnten das Sägedings kaufen. Brauchen wir dazu eine Sägelizenz? Oh, das könnten wir sogar kaufen, aber dann sind wir fast pleite. Aber Planks brauchen wir safe zum Craften, oder? Ach ja, ganz ehrlich. Die Character Voices machen mich fertig.
Dieses oder halt so, nee, mach das mal nicht. Das ist hart anstrengend. So, was möchte denn eigentlich? Okay, wir haben 10 Früchte verkauft. Das ist ein Milestone, alles klar. Alter, es gibt eine ganze Menge Milestones. Und die. Holy shit. Okay, das wird super grindy. Aber solange das einigermaßen belohnt ist, ist das okay. Gucken wir doch mal, ob wir inzwischen irgendwas anderes craften können. Die Antwort ist nein. Okay, cool. Ah, guten Morgen. Es ist 15 Uhr am Nachmittag, aber guten Morgen. Hast du gesehen, dass John hier sein Zelt aufgebaut hat? Ja, ich habe auch schon ein Heidengeld gemacht. Ich habe ihm ganz viel über dich erzählt und wie du uns hier geholfen hast. Sie lacht ja immer noch. Er klang beeindruckt. Ja, John verkauft alle möglichen Sachen, das ist mir klar. Danke, soweit. Ja, so habe ich alles schon rausgefunden. Danke. Okay, das ist der interessante Punkt. Ja, vermutlich kann er dir nicht so viele Werkzeuge verkaufen, bis du die entsprechenden Lizenzen hast. Weißt du über Lizenzen Bescheid? Nope. Ah, Lizenzen sind eine alte Idee aus der Stadt. Du brauchst eine Lizenz für ungefähr alles. Wow. Ich dachte, es basiert auf Australien und nicht auf Deutschland. Aber zum Glück bin ich ein eingeschriebener Lizenzvergeber. Das heißt, bei mir kannst du Lizenzen bekommen. Wisst ihr, was ihr da gerade macht? Es tut mir leid, das zu sagen, aber sie hält ihre Brüste fest. Sorry. Okay, ja, Lizenzen, danke. Dafür brauchen wir die Permit Points, alles klar. Wenn wir besser in bestimmten Aufgaben werden, öffnen sich neue Lizenzlevel für uns, alles klar. So, können wir schon irgendeine Lizenz mitnehmen? Okay, das sind. Oh, wir können uns eine Menge Lizenzen leisten. Vehicle-Lizenz theoretisch schon, aber dann sind wir blank. Aber gib mir, wir können uns 5 Lizenzen leisten. Gib mir die Mining License. Nice. Und die Logging License. Ah, will ich die Excavation License haben? Ich will schon eine Schaufel haben. Das ist mir jetzt auch 500 wert. Ist Granny despawned? Und dann gib mir auf jeden Fall noch die Fishing License. So, und wollen wir dann Hunting, Farming oder Logging haben? Also so oder so können wir uns wahrscheinlich alles relativ schnell holen, aber ich glaube Logging ist erstmal eher interessant, oder? Farming Equipment und Seeds können wir im Moment eh noch nicht kaufen, glaube ich. Metal Detecting. Okay, spannend. Ja, komm, nee, nein, zurück. Die Logging License hätte ich gern noch. Okay, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Okay. Ah, und jetzt sehe ich hier auch die Lizenzen. Alles klar, dann haben wir hier noch so ein bisschen den Überblick, falls man mal nicht mehr weiß, welche Stufe welche Lizenz ist und so. Okay. Dann Shopping Spree, würde ich sagen, oder? Shop closed? Ah, come on. Ist nicht mal 17 Uhr. Wo sind wir denn hier? John, du stehst genau da. Geht er wieder? Jetzt lauf ich nicht weg. Avo already? Was ist denn Avo?
been doing some stocktake recently and everything's looking real good. Was denn Stocktake? Und warum guckt er mich so creepy dabei an? Oh, wow. Okay, cool. Nee, ich möchte mit dir nicht reden. Ja, gut. Dann, wir haben heute quasi noch fast nichts gemacht. Fett. Sergeant Pudelmütze, auch schon seit 8 Monaten dabei. Vielen Dank dafür. Das sind, lass mich kurz überlegen, das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, warum der automatische Subhype im Chat nicht mehr funktioniert. Ich glaube, ich muss das einfach mal wieder neu connecten. Okay, liegen noch ein paar Früchte rum. Ich traue mich nur noch sehr bedingt ins Wasser, weil ich jetzt überall Krokodile vermute. Außerdem sehe ich gerade exakt gar nichts. Ja klar, 17 Uhr ist ja auch 17:30 Uhr, quasi mitten in der Nacht. Müsste noch mal ein paar Sachen sammeln. Aber irgendwie gibt es hier... Ich glaube, wir müssen einfach bis morgen warten. Und damit wir dann Tools kaufen können. Wie ist Dinkum bisher? Ganz cool, glaube ich. Ich bin halt noch super am Anfang. Also ich habe gerade erstmal meine Lebensberechtigung erworben. Und kann mir... Oh. Kommst du her? Geht doch. Tau Emerald Dragonfly. Und kann jetzt morgen früh, eigentlich wollte ich das heute machen, aber der Shop hatte schon zu, meine ersten Werkzeuge kaufen. Also abgesehen von dem komischen Käfernetz hier. Was sind die denn für ein Schild? Ah, Vorsicht, Kängurus, okay. Aber ja, also bislang ganz cute. Also es ist bislang... Oh Moment, wir müssen da gar nicht hin. Wir sind schon total zu Hause gewesen. Es ist bislang sehr Animal Crossing mäßig. Aber ich glaube, da kommen noch andere Aspekte mit rein. Ich würde sagen, wir pennen tatsächlich mal in unserem Zelt, oder? So, ja, wir schlafen mal bis morgen. Okay, das ist einfach nochmal die Tageszusammenfassung.